Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind jetzt bei Nummer 12, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, zum Thema kleine Gruppenbastelei angekommen. Und diesmal hat das Thema Hanan gewählt. Und das Thema lautet Geschenkverpackung. So, finde ich eine mega coole Idee, weil ich nämlich gern Verpackungen bastel für sämtliche kleine Sachen. Und da habe ich mir überlegt, hey, du hast doch da so cooles Papier mit so coolen Die-Cuts dazu. Und zwar habe ich die Kollektion von Doodlebug verwendet. Die nennt sich Cream and Sugar. Die sieht so aus. Einmal oben die Papiere und einmal unten die Papiere. Dann kann ich euch nochmal hier reinschauen lassen kurz. Aber ich glaube, ich habe euch das schon mal gezeigt. Also das Papier ist echt mega, mega niedlich. Was alles auf Kopf hier. So. Genau. Ja, finde ich echt total süß, die Kollektion. Die mag ich sehr, sehr gern. Das ist so richtig schön kitschig. Und dazu habe ich dann noch so einen Die-Cut. So Die-Cuts, das sind 103 Stück. Und die sind hier drin. Und da habe ich ja mal diesen einen Becher, ich glaube, der hier war es, mal verwendet, um das mit Resin zu überziehen. Da hatte ich ja mal ein Video gemacht. Und ja, und so eine Kaffeebohne, glaube ich, war es auch. Ja, ich glaube, irgendwie so. Und ja, das habe ich verwendet für eine Verpackung zu diesen Raffaellos, diesen kleinen Kokosdingern, weil ich die zwischendurch mal ganz gern mag. Und das ist die Verpackung geworden. Die sieht so aus. Ich habe hier oben mit den Nuvo Farben gearbeitet. Und einmal da unten. Und die sieht von vorn so aus. Fand ich ganz cool. Und, ne Moment, ich zeige euch erstmal, ich sage euch erstmal die Maße. Die ist 17 cm lang und 4 cm breit. Genau. Also 17 so, 4 cm so. Und die ist auch in der Höhe 4 cm. Und jetzt geht mein Lineal da nicht wieder rein. So, jetzt. Genau, und das Ganze ist ganz einfach zu öffnen und zwar so. Genommen habe ich so fliederfarbenen Cardstock. Das fand ich eigentlich ganz schön passend zum Papier. Und da ist Platz für drei Raffaellos. Man kann allerdings auch Duplo reinlegen oder ein Snickers oder man kann Ferrero-Küsschen reinlegen oder ganz viel Jogurette, was ja natürlich für mich was wäre. Aber ich habe das jetzt so gemacht. Das Video, wo ich die Idee her habe, verlinke ich euch unten in der Infobox. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Da, ja, ich habe das gesehen und fand das total niedlich und habe es aber halt so ein bisschen in meinem Stil gemacht. Genau. Mit schön bunt und Herzchen. Und wie gesagt, das hier ist dann aus diesem Die-Cut, von den Die-Cuts raus und das hier auch. Und das Motivpapier ist aus der Kollektion. Genau. Das ist mein Beitrag zum Thema Geschenkverpackung. Ist jetzt nicht wirklich ein Geschenk, aber man verschenkt ja auch gerne mal Süßigkeiten. Also ich bekomme gerne Süßigkeiten geschenkt. Von daher, ja. Das war auch alles. Mehr habe ich dazu nicht mehr zu sagen. Hanan war ein cooles Thema. Danke, dass wir mal eine Verpackung basteln durften. Fand ich echt cool. Und ansonsten schaut bei den anderen Mädels vorbei. Ich verlinke euch, wenn ich dran denke, die Kanäle unten in der Infobox. Und ansonsten sollte ja jeder die Kanäle kennen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Seid schön kreativ, genießt das Wetter und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.